Ja, mit Fingerprint. Ja, also ohne Schlüssel, machst deinen Finger drauf. Oh, jetzt ist es aufgegangen. Ja, in dem Fall kann ja da jeder ran. Ist auch ein bisschen unsinnig. Also du kannst es nicht. Also. Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal. Willkommen bei Olli Uncut. Ja, meine letzten drei Temu-Videos kommen doch sehr, sehr gut an bei euch. Der Großteil der Leute sagt, sie haben selber schon bei Temu bestellt und finden diese Artikel, die man da kriegt, eigentlich ganz cool. Klar, ist immer wieder mal was dabei, was jetzt eventuell nicht so den Vorstellungen entspricht, aber nichtsdestotrotz finde ich, sollte man sich erstmal seine eigene Meinung bilden. Und das habe ich jetzt mal vorgehabt und deswegen habe ich einiges bei Temu bestellt. Also hier kam wieder mal so eine fette Tüte und heute kommt, also das kam gestern via Hermes und heute kommt dann wieder was von DHL und es sind weitere Sachen unterwegs. Also ich habe ja gesagt, ich habe ein bisschen eskaliert und da ist Technik dabei, da ist Kleidung dabei, da sind Gebrauchsgegenstände dabei und da ist auch ein bisschen Quatsch dabei. Dekoartikel sind dabei und Merchandise. Also alles, was man testen kann, habe ich jetzt mal bestellt und bis jetzt war kein Quatsch dabei, tatsächlich. Es waren zwar Sachen dabei, wo ich mir denke, ah ja, okay, ist jetzt China-Ware, was soll ich sagen, ja, das ist halt so. Aber dieselben Artikel kriegt ihr bei Amazon und bei eBay genauso, ja. Und bei Temu, ab 25 Euro ist der Versand kostenlos und innerhalb von 10 Werktagen bei euch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wer ein bisschen warten kann und nicht so diese, was ich mir auch damals angewöhnt habe und als sehr, sehr gut empfunden, hier diese Prime-Action von Amazon am nächsten Tag bei dir und so. Ich habe mich da sehr dran gewöhnt und diese Wartezeit von 10 Tagen ist teilweise aber wieder, wenn man mehrere Tage hintereinander bestellt hat, so ein paar Sachen immer wieder im Warenkorb hat, die man dann abruft, da kriegt man ja fast jeden Tag Post und das ist dann eigentlich auch immer ganz cool. So, wir reißen die Tüte jetzt auf und ich kann euch jetzt schon mal verraten, das nächste Temu-Unboxing werden wieder Sachen von meiner Frau sein, die sie bestellt hat. Also das sind dann eher Gebrauchsgegenstände und Dekoartikel, sage ich jetzt mal. Ich meine, Textilien hat sie auch und ein bisschen so sogar Kosmetik, einfach mal um auszuprobieren. Also Kosmetik habe ich mir jetzt keine bestellt, aber ich bin gespannt, was in dieser Tüte ist, weil ich habe so viel Zeug bestellt, wirklich, dass, und die tun ja immer wieder Bestellungen zusammenfassen. Ich habe keine Ahnung, was sich jetzt hier drin befindet. Ja, also wirklich keine Ahnung. Wir reißen die Tüte mal auf und dann mache ich es wie beim letzten Mal, hole ich erstmal alles raus. So, was haben wir denn hier schon mal? Ach so, übrigens, das hier ist aus meiner letzten Temu-Bestellung und ich habe es heute an. Wir haben aktuell 25 Grad und wir kommen gerade, wir waren gerade draußen, 2 Stunden, wir waren einkaufen und wir waren danach mit den Hunden am Wasser, weil bei diesen Temperaturen, da gehen wir entweder in den Wald oder ans Wasser, hier ganz in der Nähe bei uns, also 2 Minuten mit dem Auto, ja, aber wir wollen die Hunde bei so einem heißen Pflaster oder halt Asphalt nicht über den Asphalt laufen lassen, dann packen wir sie ins Auto, fahren dahin und dann können die ein bisschen im Wasser rumjumpen. Wir waren auch im Wasser und einer hat von euch geschrieben in den Kommentaren, die wirklich sehr zahlreich sind, hier bei meinen Temu-Unboxings, was mich sehr freut, eine Stunde hast du das an, dann stinkst du wie ein Iltis. Also ich weiß schon, was gemeint war, weil ich habe so ähnlich, aus dem ähnlichen Stoff oder denselben Stoff habe ich auch ein paar Shirts da. Es ist schon so, dass wenn man dann transpiriert, dass es nicht ganz, dass da keine Luft dran kommt irgendwie, um das Ganze so wie bei Baumwolle, dass wenn das dann nass ist, sogar noch ein bisschen kühlt, ja. Es ist schon so, dass das ein bisschen abschottet, aber es ist nicht unangenehm zu tragen und es juckt nicht, es riecht null, ja, nach Chemie oder sonst was, was ja auch immer wieder behauptet wird, aber ich finde es angenehm. Also ich finde den Stoff ganz angenehm, ganz ehrlich, also ist okay. Und ja, was haben wir denn hier? Ne, ich hole erstmal alles raus. Ja, ich hole erstmal alles raus, so wie beim letzten Mal. Die Maus lege ich mal auf die Seite. Und, okay, es sind gar nicht so viele Sachen, glaube ich. Ja, die Tüte ist leer. Sind da jetzt nur 2 Sachen oder sind hier mehrere Sachen wieder drin? Also eine Umverpackung. Muss ich mal gucken. Ah ja, hier sind jetzt noch ein paar Sachen drin. Also hier haben wir ein kleines Päckchen. Dann haben wir hier noch ein kleines Päckchen. Okay, und dann haben wir hier noch ein kleines Päckchen. Und nochmal was.
Ich glaube, das war... Nee, das war was anderes. Und dann sind wir hier leer. Okay. Jetzt schauen wir mal, was sich hier in diesen Paketen befindet. Wir haben hier einmal, das dürfte Technik sein. Da steht der Modellname LED Magic Color Lamp. Ich stehe auf LED, ich stehe auf RGB. Ich habe hier jetzt nochmal zwei von diesen Dingern hier. Und weil der Preis-Leistungs-Verhältnis, weil das so mega war, habe ich die Dinger direkt mal in 5 Meter lang bestellt. Das hier ist ein 2 Meter langes, nee, 3 Meter langes Ding. Und die zwei 5 Meter Teile will ich genau auch da drunter setzen, so ein bisschen mit 10 cm Abstand. Und es läuft dann halt praktisch da weiter und wird dann wahrscheinlich hier an dieser Wand noch ein kleines bisschen verlaufen. Also ja, RGB ohne Ende. Dann habe ich nochmal sowas wieder hinten, wie ihr da seht. Auch nochmal in 10 Meter, das ist ein 5 Meter. Und wahrscheinlich kommt das dann da oben lang. Seht ihr das? Da lang und dann noch hier an der Wand lang. Also so, dass das alles halt irgendwann der Raum hier komplett. Und hier habe ich nochmal Wand für die Wand. Also Hexal, wie heißen die Dinger? Hexagonal Splicing Ambient Light. Und zwar sind das entweder 6 Stück oder 10 Stück, bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall kann man die so zusammenstecken und die leuchten dann. Bin ich mal sehr von der Qualität gespannt. Und es gilt wie immer, von allem, was ich hier auspacke, wenn sich da jemand ein Einzelvideo wünscht, den Wünschen wird dann auch entsprochen. Also einer hat sich gewünscht, zum Beispiel, wenn ich das Autoradio, von meiner B-Klasse, wenn ich das alte ausbaue und das neue dann drin habe, was ich auch bei Temu bestellt habe für 58 Euro mit einem größeren Bildschirm. Oh, jetzt kommt die Post. Ich höre es schon, die Hunde bellen. Also das nächste Temu-Unboxing lässt nicht lang auf sich warten. Und ja, das sind jetzt... Die sind jetzt kleiner, als ich dachte, aber das ist nicht schlimm, weil, weil der Platz geht mir hier auch langsam nach meiner neuen Wandgestaltung wird der Platz natürlich... Ich muss gucken, wo ich die Dinger hinballer. Vielleicht landen die auch in einem anderen Raum, ich weiß es noch nicht genau. Hier ist auf jeden Fall eine Fernbedienung dabei, ja, wo man das alles steuert. Ich bin mir nicht sicher, ob das Ganze auch per App steuerbar ist. Das weiß ich jetzt gar nicht. Wir gucken uns mal eine an. Und wenn sich da einer ein Einzelvideo wünscht, werden wir das Ganze natürlich auch in Action sehen. Ja? Übrigens, es ist mir voll entfallen, total entfallen, dass, haltet euch fest, Leute, in einer Woche wird mein Kanal, das ist mir vorhin mal eingefallen, wie krass das ist, in einer Woche wird mein Kanal 8 Jahre alt. Und da gibt es ja eigentlich immer eine Roomtour. Ich mache das ja immer so zu Weihnachten hin, Weihnachten, Silvester. Nee, das erste Video im Jahr ist immer eine Roomtour. Das drehe ich dann am Vortag oder an den Vortagen. Und dann mache ich das ja immer zu meinem Jubiläum, wenn mein Kanal wieder ein Jahr älter wird. Und ja, das ist der 29. Juli, meine ich. Es müsste der 29. Juli sein oder 27. Muss ich nochmal gucken. Also in einer Woche gibt es eine neue Roomtour, Leute. Ja, und wer sich drauf freut, geil. Wer nicht... Egal. Also ich packe die Dinger mal. Okay. Also die kannst du halt so zusammenstecken mit diesen kleinen Steckern. Und dann kannst du die 10 Stück sind tatsächlich, kannst du in Muster oder aneinandergereiht oder wie du willst. Ja. Und dann leuchtet das alles. Finde ich geil. Ganz ehrlich. Werde ich jetzt nicht ausprobieren in diesem Unboxing. Aber ich werde euch auf jeden Fall berichten. Und wer da ein wirklich ausführliches Video will, mache ich ein ausführliches Video draus. Also gar kein Problem, ja. Habe ich wirklich viel Spaß daran. Ich werde heute übrigens auch noch das mit dem Autoradio mal ausprobieren. Weil ich muss das erstmal... Der Einbau ist, glaube ich, nicht so schwer. Es ist der Ausbau, weil da ist noch das Originalradio drin von Mercedes und die haben sich da was ausgedacht. Du musst die Lüftung wegbauen und du musst da Spezialwerkzeug eigentlich haben, aber da gibt es auch so Hacks, dass du da zwei Imbusschlüssel brauchst du und dann musst du da was ausklammern, dann musst du die Lüftung rausziehen, dann musst du da was entkabeln und dann musst du das Autoradio abschrauben. Das sind dann versteckt Schrauben irgendwie. Dann kannst du es rausziehen und mal schauen, ob ich das hinbekomme, weil war jetzt nie so meins, ja, ganz ehrlich. So, was haben wir denn noch? Hier haben wir jetzt ein kleines Päckchen und zwar ist das ein Fingerprint Padlock, ja.
ich habe jetzt bei meiner neuen Arbeit, die ich seit 3 Wochen jetzt habe, habe ich einen Spind zugewiesen bekommen und da brauche ich ein Vorhängeschloss. Und da habe ich gedacht, ja, Vorhängeschloss habe ich sogar noch zu Hause, so ein kleines. Und dann habe ich halt Temu entdeckt und was wird mir da vorgeschlagen? Ein Vorhängeschloss ohne Schlüssel, wieder aufladbar. Was natürlich auch ein bisschen blöd ist, weil in der Zeit ist natürlich das Schloss nicht am Spind. Muss ich mal gucken, wie ich das manage. Ja, mit Fingerprint. Ja, also ohne Schlüssel, machst deinen Finger drauf. Oh, jetzt ist es aufgegangen. Ja, in dem Fall kann ja da jeder ran. Ist auch ein bisschen unsinnig. Also du kannst es nicht... Also ich bin ja jetzt wirklich... Ich habe das Ding gerade ausgepackt und... Ah, es ist offen. Da kann jetzt nicht jeder ran, oder? Es ist totaler Quatsch. Ganz ehrlich. Aber witzig. Irgendwie. Zack. Witzig schon. Aber ich meine, da kann jetzt jeder... Na egal. Es ist vielleicht doch nicht für die Arbeit. Ich meine, ich habe da keine Werkgegenstände, sondern es sind meine Klamotten drin, aber... mal schauen, Leute. Also da ist jetzt auch noch ein Heftchen dabei. Ich muss mal gucken. Also ich dachte, du musst das Ding irgendwie... Das ist der Fingerabdruck, da musst du irgendwas machen und dann nochmal zum Quittieren praktisch und vielleicht nochmal und dann ist das gespeichert. Aber das ist einfach nur so, auf Berührung reagiert das Ding, da kann jetzt jeder ran. Quatsch. Aber ich glaube so 3 Euro rum. Wurde aber für 76 Euro wertig eingestuft. Also 76 Euro oder sowas, ja. Und hat mich dann irgendwie 3,71 Euro gekostet. Ja, keine Ahnung. So, und dann haben wir hier noch was. Auch wieder LED-RGB-Spielerei. Und zwar ist das... du musst hier irgendwas abziehen, glaube ich. Ist das für euer Auto, für so eine, ihr habt ja da meistens so Getränkehalter, also in runder Form, ja. Und das sind hier so Sachen, die leuchten dann am Rand mit RGB. Wie man das aktiviert? Ah, durch Drücken vielleicht? Man muss es aber auch erst laden. Und davon sind 2 Stück in dieser Packung. Du musst es erst laden wahrscheinlich und dann durch Druck, schätze ich jetzt mal, du musst aber erstmal hier so eine Folie abziehen. Und dann weiß ich nicht genau. Keine Ahnung. Muss man testen, muss ich mir mal anschauen. Auf jeden Fall ist das Beleuchtung fürs Auto, für die Getränkehalter. Braucht man sowas? Natürlich nicht. Aber wollte ich es haben? Ja. Auch 2-3 Euro oder so. So, jetzt kommen noch mal Textilien. Und es riecht nicht, Leute. Es riecht 0,0. Und ihr habt ja gesehen, ich habe da so ein Shirt gekauft. Habe ich hier sogar noch mal. Moment mal. Das liegt sogar noch hier rum. Mit so einem Drachen drauf. Finde ich jetzt eigentlich ganz okay, das Motiv. Es sah auf den Produktbildern noch ein bisschen 3D-mäßiger aus. Das haben sie wirklich schon drauf. Mit Werbung und so. Das können sie, die Chinesen. Und hier ist die Hose dazu, die passende. Also ich fand sie jetzt passend dazu. Auch nur für zu, also die nur für zu Hause. So laufe ich nicht rum, ja. Draußen. Obwohl, ich bin schon, also ich gehe auch in Jogginghosen einkaufen oder so. Ich bin da relativ leger am Start. Aber die Hose hier, die sieht doch ganz nice aus. Und hier selbstverständlich wieder vorne und hinten dasselbe Motiv. Finde ich jetzt aber bei dem hier eigentlich ganz cool. Muss ich sagen. Also finde ich eigentlich ganz okay. Auch der Stoff fühlt sich genauso an wie das hier. Das ist so, steht da was drin? Ich weiß nicht, das ist ein synthetischer Polyester. Also in XL. Klamotten habe ich auch alle in XL bestellt. T-Shirts, Hoodies, Hosen, alles in XL, weil ich weiß, dass ich mal in L in meiner Größe bestellt habe. Oder es war sogar damals noch M. Und es kam so klein an, das war nicht mal XS. Also, und deswegen bestelle ich alles in Nummer Größe. Auch Schuhe. Statt 42, was ich eigentlich habe, manchmal passt mir auch eine 43 oder muss es eine 43 sein, da habe ich 44 genommen. Und wenn die jetzt zu groß sind, dann nehme ich die jetzt wirklich nur, wenn ich mit den Hunden laufen gehe oder für was weiß ich. Aber ja, habe ich auch schon alles erzählt. Jetzt kommt nochmal ein, also auf den Produktbildern sah das aus wie so ein richtig flauschiger, warmer Hoodie. Aber es ist wieder dieser Stoff, fühle ich gerade, ja. Und zwar ist das auch wieder mit einem... Ja, das ist genauso wieder derselbe Stoff.
Mit Kapuze. Mit Kapuze. Und mit so Blut, überall Blut und einem Fein, ja. Also das ist wirklich so ein, ja. Also der sah flauschig aus, warm und flauschig und der ist halt dünn und, ja, also derselbe Stoff. Vielleicht ein bisschen dicker, vielleicht so doppellagig ist das Ganze hier. Ja, das waren die Sachen. Das waren die Sachen von heute. Und, nee, komm, dann nehme ich direkt die Sachen, die hier liegen, von meiner Frau auch noch mit rein, weil sonst wird das Video zu kurz, ja. Also, wir haben hier eine Decke. Meine Frau hat eine Decke bestellt. Das ist für unser, wir haben unten so ein Sofa im Esszimmer stehen. Das ist eigentlich nur für die Hunde, dass die entweder auf dem Sofa mal, extra nur für die Hunde ein Sofa gekauft, dass die erstens auf dem Sofa ihre Liegemöglichkeit haben und von dort noch auf die Fensterbank kommen. Das gilt für die Katze und für den kleineren Hund. Sie kommt nämlich dann von dem Sofa aufs Fensterbrett, wo so Liegemöglichkeiten angebracht sind, so Bretter mit also extra so Katzenliegefläche ist das eigentlich. Aber der kleine Hund denkt, er ist eine Katze oder sie ist eine Katze und geht da auch immer hoch. Und dafür haben wir diese... Hat sie diese Decke hier, jetzt wollen wir mal gucken, wie das richtig rum ist. Ich habe keine Ahnung, die ist riesengroß. Aber wahrscheinlich so. Ich stehe mal auf. Ah ja, genau. So ist richtig. We are all mad. Und dann hier diese Grinsekatze. Moment, ich heb's mal hoch. Seht ihr das? Die Grinsekatze aus Alice im Wunderland. Jo. Ja, das hat meine Frau bestellt. Und das ist auf jeden Fall für die... für das Hundesofa, genau. Da haben wir zwar eine schöne Decke drauf, die haben wir auch erst seit 2 Wochen, aber die ist halt ohne Motiv und bei uns sieht es eigentlich in der Bude überall so aus. Ja, ein bisschen bunt und ein bisschen so filmmäßig und Fantasy, ihr wisst Bescheid, ja. So, dann hat sie sich noch einen Geldbeutel gekauft, weil sie hat seit Jahren keinen eigenen Geldbeutel, weil wir sind immer zusammen unterwegs und ihre Karten und ihr ganzes Zeug ist auch bei mir mit dem Geldbeutel. Aber jetzt haben wir wieder gehen wir wieder getrennte Wege, zum Beispiel die Arbeitswege. Und da braucht sie natürlich einen eigenen Geldbeutel. Und sie hat sich jetzt für dieses Teil hier entschieden und der hat auch ganz wenig Geld gekostet. Ich glaube, was hat sie gesagt? 8 € oder sowas. Und von der Qualität her mit so einer Kette kann man so, sich so an die Hose machen und dann theoretisch so in die Tasche, aber der ist ein bisschen fett für sowas, finde ich jetzt. Sie macht sich das Ding in die Handtasche und dann ist gut. Also ist auch von der Qualität her wirklich ausgesprochen gut. Wirkt wie Leder, ist natürlich kein echtes Leder, ist so Kunstleder, aber ist wirklich, hat alles, hat jede Menge Taschen am Start. Ich meine, so Geldbeutel kriegst du überall, die kriegst du in jedem Laden gekauft, auch für wenig Geld, aber sie hat den jetzt gesehen. Und für 8 €, da kann man nichts sagen, ja. Also hier würdest du mindestens das Doppelte, eher das Dreifache zahlen, ganz ehrlich. Mein Geldbeutel zum Beispiel, den habe ich mir letztes Jahr gekauft, wo wir beim Bunker 158 zu Besuch waren. Da waren wir noch auf so einem Jahrmarkt, ja, war das. Und da war so eine Lederfabriksausstellerin, die hat da so, da habe ich meine Umhängetasche gekauft aus Leder und einen passenden Geldbeutel dazu. Da habe ich statt, ich glaube, statt 220 €, was das zusammengekostet hätte, habe ich auch 150 bezahlt. Das ist dann aber echt Leder mit Zertifikat und hat halt gut zusammengepasst und ist halt auch so was ein bisschen Wertigeres. Aber das hier reicht absolut aus. Das ist 1A Ware. So. Dann hat sie sich passend dazu noch eine kleine Tasche gekauft. Sie hat zwar eine schöne Handtasche, sage ich jetzt mal, aber man kann ja auch mal variieren. Und hat hier so ein Muster. Ich glaube sogar, das könnte angehaucht sein an irgendein Fabrikat. Bin mir da aber nicht sicher. Ich bin nicht so ein Fashion hinterher am Start. Das ist einfach hier, was steht da drauf? Keng, nee, Fum Daishu und mit so einem Känguru drauf. Ja, keine Ahnung. Auch so Leder, Optik, passend zum Geldbeutel, so eine kleine Handtasche. Ist doch süß. Also finde ich ganz nett. Und weil man, wie gesagt, ab und zu mal variiert, ups, jetzt ist da was rausgefallen. Hat sie sich da nochmal eine Handtasche geholt. Und zwar, ja, die ist auch ganz nett. Hier mit so einem etwas bunteren Band oder wie man das nennt. Und ist doch auch ganz süß, auf jeden Fall. Auch mit so einer kleinen Rose noch dran. Ja, ist
Ich finde die absolut, absolut cool. Ganz ehrlich, ich finde das absolut cool. Hier ist da noch, ich weiß nicht von welcher das ist, von der hier oder von der anderen. Ist hier noch so eine Verlängerung oder so, ein, dass du es anders tragen kannst. Ja, also hat sie hier nochmal zwei Handtaschen. Und wie gesagt, die eine 11 Euro, die andere 8 Euro, der Geldbeutel auch 8 Euro und die Decke dafür 4 Euro oder sowas. Also, kann man nichts sagen, ganz ehrlich. Man kann da bei den Preisen nichts sagen. Und hier riecht gar nichts nach Chemie. Hier hat man nicht den Eindruck, irgendwas fällt zusammen. Das ist wirklich hier Werbung, aber unbezahlte Werbung. Und ich habe alles selber, wir haben alles selber bezahlt. Das ist keine Kooperation oder so, dass ihr den Eindruck haben müsstet, ich rede hier irgendwas schön. Das ist nicht so. Wenn es hier Mankos gibt, also wie bei dem Schloss zum Beispiel. Das Schloss ist jetzt absoluter Quatsch. Jeder kriegt jetzt das Ding auf, ja? Also du machst, drückst drauf und dann machst zack. Und absolut nicht zu gebrauchen für solche Sachen. Aber hier unten sehe ich noch irgendwas. Es kann dann sein, dass man das doch irgendwie noch programmieren kann oder so, dass da noch was dabei ist. Weiß ich jetzt nicht. Also wie gesagt, wer hier irgendwas vorgestellt wird, also separat, der lässt es mich bitte wissen. Und ansonsten, das nächste Temu-Unboxing folgt. Ich werde heute noch ein weiteres drehen und das dann morgen freischalten oder so. Weil, wie gesagt, die kommen echt gut bei euch an. Also ich habe ja jetzt wirklich ein paar Videos schon gemacht auf meinem Kanal und ich muss sagen, die Temu-Videos, die hauen schon rein. Ist ein aktuelles Thema. Temu gibt es noch nicht so lang. Zum Beispiel also auch europaweit erst seit 22 oder sowas. Und ich, wie gesagt, ich wollte das jetzt einfach mal ausprobieren und ich bin wirklich zufrieden. Ich bin wirklich zufrieden. Ja, also wer Einzel-Unboxings von irgendwas will, der lasst es mich wissen. Schreibt weiterhin in die Kommentare so fleißig. Finde ich auch sehr schön, dass sich da einige gemeldet haben. Natürlich gibt es da auch negative Meinungen dazu, zu dem ganzen Thema. Aber ich werde da auf jeden Fall jedem Negativen, sobald es unterirdisch wird natürlich, die schalte ich gar nicht frei. Das, sowas gibt es auch immer wieder mal, aber die Leute, man kennt sie, das sind die üblichen Verdächtigen. Aber auch negative Kritik wird hier angesehen und wird kommentiert. Ja, jeder kann seine Meinung haben. Ja, das ist alles gar kein Thema, gar kein Stress. Ihr müsst da ja auch nicht kaufen, bloß weil ich jetzt ein paar Sachen geil finde oder so. Ihr könnt auch sagen, das und das würdet ihr niemals kaufen, lieber so und so. Das ist alles eure Meinung und das dürft ihr auch gerne sagen. So, ich bin da durch. Wer noch kein Abonnent meines Kanals ist, kann das sehr gerne nachholen. Abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, dass ihr kein neues Video verpasst. Und dann bis zum nächsten Mal, euer lieber Olli Uncut. Ciao.